motif, nous nous rassembler, nous tous nous avons trouvé qui maillait. Der 19. März 2022. Ja, wir haben die Pumpe nicht nach Mexico City schicken lassen, sondern ich habe sie hier. Und Hilario, das ist ein Mechaniker hier, er hat uns Peter genannt vom Nachbarboot. Der kriegt die jetzt und er schaut, ob er sie einstellen kann oder ob er eine andere findet. Leider dauert das auch wieder bis Dienstag oder Mittwoch. Heute ist Samstag. Wir müssen uns in Geduld üben. Heute machen wir einen Ausflug mit Andrea und Winfried durch Sayulita. So, so sieht das hier aus, ne? Typisch mexikanisch, würde ich sagen. Hier in Sayulitos, da ist wenigstens mal ein bisschen junges Volk unterwegs. Nicht wie in La Cruz, da sind ja alles nur Rentner. Aber hier sind halt die Surfer. Oh, und hier, die junge Frau ist auch hier. Ja, die junge Frau auch. Und schon sind wir am Strand. Ja, hier sieht's aus wie auf Mallorca. Strandpromenade. Ja, Wahnsinn. Das sind so die Strände, die wir lieben. Oh. Ohne Ende lieben wir. Ich freue mich immer mehr auf Französisch-Polynesien. Endlich haben wir hier ein Geschäft mit Postkarten gefunden. Liebe Patreons, wir werden einen neuen Versuch starten, noch einmal Postkarten an euch zu verschicken. Es gibt Mojito heute hier in Mexiko. Mojito. Oh. Mit Alkohol oder ohne? Ah, mit Sekt. Da lassen wir es uns heute richtig gut gehen hier. Bei den Schreckensmeldungen mit unserem Motor brauchen wir das mal. Na, guck mal an. Hier hinten ist der Campingplatz. Oh mein. Das sieht aber ziemlich voll aus hier. Ja, Wahnsinn. Ja, deswegen sind auch so viele junge Menschen hier. März 2022. Wie ihr seht, liegen wir immer noch in der Marina La Cruz, in der Bahia Banderas. Ja, es hat sich nicht viel getan. Wir haben letzte Woche unsere Einspritzpumpe abgegeben und der Typ meldet sich nicht mehr. Der sollte eigentlich schon vor 2 Tagen hier sein, aber er geht nicht mehr ans Handy. Und somit warten wir geduldig. Also meinetwegen kann es eigentlich losgehen. Also der Pazifik wartet auf uns.
Aber ich will jetzt endlich los. Mal gucken, ob die Annette auch was dazu zu sagen hat. Die Annette, die will unbedingt jetzt los. Und sie hat keine Lust mehr zu warten. Und so langsam reicht's einfach irgendwann mal. Jetzt haben wir mal geschaut, wir hätten optimalen Wind. Aber leider passiert nichts. Schade. Also du willst jetzt 4 Wochen segeln gehen. Nonstop. Sofort. Ach nee. Naja. Ja. Du bist geistig und seelisch soweit vorbereitet. Natürlich. Schon seit einer Weile. Leider ist das Boot nicht vorbereitet. Na gut, dann schauen wir mal, was der Tag heute noch bringt. Vielleicht gibt es ja Ergebnisse. Wir machen heute im Black Forest eine Marzipan-Mohntorte mit selbstgemachten Marzipan. Ich hab's unten angenetzt. Jetzt ist es vorbei. Tja. Na Mensch, sieht doch aber schon gut aus. Hier wird der berühmte Marzipankuchen gemacht. Der Konditormeister persönlich. Ja, probier mal. Oh. Mmh. Selbstgemachtes Marzipan? Ja. Ihr seid der Hammer. Der Wahnsinn. Und, bist du zufrieden? Ja. Und das Marzipan selbstgemacht schmeckt auch super. Jetzt wird der lecker Kuchen angeschnitten. Heute gibt es nämlich hier im Black Forest, ne, den Link. Annette, wo findet man den Link? Da oben ist der Link. Bei Andrea und Winfried. Marzipantorte. Zu Hause. Wir wollten losfahren, aber hier gibt es Bauarbeiten in der Nachbarschaft. Ja, und jetzt muss erstmal das Auto von Dreck befreit werden. Ja, was der Winfried alles kann, ne? Kochen, Auto waschen. So einen Stamm bräuchten wir für zu Hause. Guckt euch das an. Da ist innen drin, ne, wächst eine Palme und außenrum hat sich ein neuer Baum umgeschlängt. Wirklich schön angelegt hier. Hier kann man es aushalten. Sogar große Geckos hier. So schöne Pferde gibt es hier. Oh, guckt euch den mal an. Super. Wir machen heute den Monkey Trail auf den Monkey Mountain, die höchste Erhebung hier in Punta Mita. Und das sind die Mitwanderer. Sorry. Das ist hier jetzt die Werkstatt, wo die Pumpe repariert wurde. Na, das ist ja der Wahnsinn. Das ist hier ein Volvo. Und da ist die Pumpe. Michael ist wieder da.
Und er hat die Pumpe mitgebracht. Hier unten ist die Einspritzpumpe drin. Und hier oben sind die alten Teile. Also angeblich war das, also ist irgendwie das neu eingebaute Teil kaputt gewesen. Und er hat ein neues bestellt. Und nachher um 4 Uhr kommen sie und bauen die Pumpe in den Motor ein. Und um 5 Uhr läuft der Motor. Das wird schön, um wahr zu sein. Na, hasta la. Vista, Baby. Baby. So. Good luck. War schon besser. Start. Stop. Start. Stop. Hi. Woo. Start. Ihr habt es gesehen, der Motor läuft heute am 30. März. Jetzt wurde er noch fein justiert und richtig eingestellt, sodass auch die Leerlaufdrehzahl in Ordnung ist. Die Leerlaufdrehzahl ist jetzt zwischen 800 und 900 Umdrehungen pro Minute. Jetzt habe ich noch Ölwechsel gemacht. Jetzt werde ich ihn nochmal anschmeißen und nachher machen wir dann eine Probefahrt. Heute gibt es im Black Forest zum einen Käsekuchen, die Zutaten, die wir brauchen für Apfelstrudel. 80 Gramm, 90 Gramm Zucker rein. Lassen wir den ein bisschen karamellisieren. Den anderen mache ich jetzt auch da rein. Auf der Seite. Und wir stehen erst auf der Breite aus. Das sagt ja ein Österreicher, der zieht das von Hand raus, ne? So zieht er das raus. Da könntest du jetzt noch Kokosflocken mit einarbeiten, wenn du willst. Mal was ganz Neues. Du machst dann die Seiten oder du machst die Seiten jetzt. Ich mach die Seiten immer jetzt. Mhm. 3 cm sollst du freilassen. Ja. Dann habe ich das da rüber. So. Jetzt ziehe ich das nach hinten, damit das eine Rolle, damit da eine Rolle entsteht. Die Butter machst du ja, damit das, der Teig geschmeidig bleibt beim Zusammenrollen. Dass du nicht reißt. Nimmt man das Ganze, macht das einmal so, dann geht man mit der Hand, geht man da rein und zieht das ein bisschen zurück, dass die Füllung nach hinten geht und sich füllt. So, dafür kein Luftloch drin ist. Ein bisschen darüber ziehen. Vorne. Fertig. Ich mach den jetzt andersrum. Der unter nass ist. Sieht der nicht schön aus, so? Ja, fantastisch. Ja, ne? So, jetzt kommt. Auf dem Weg, die vorletzten Einkäufe zu machen. Heute sind nicht alkoholische Getränke dran und noch ein paar Konserven. Und dann haben wir auch noch Delfine. Oh ja, da ist einer gesprungen. Komm zu uns! Da kommen sie.
Ja, jetzt kommen sie auf uns zu. Ja, rechts. Bitte, was sagst du? Total schön! Vielleicht hast du einen Delfinanlage. Total schön. Endlich mal wieder segeln. Ganz ruhiges Segeln. Toll. Wal haben wir schon gesehen. Ja. Aber guckt nicht auf unser Schiff. Weil ich habe zwar vor 2 Tagen sauber gemacht, aber es ist schon wieder total staubig. Andrea und Winfried, die schlafen heute im Hotel. Da laufen wir jetzt mal hin. Hier an der Lagune. Und da hinten in dem Hotel, da schlafen sie. Wir haben das Hotel erreicht. Da oben ist es. Und leider ist heute bewölkt und von da hinten kommen wir. Das ist jetzt hier das Apartment von Andrea und Winfried. Schön. Schön. Eine Küche, da kann der Winfried auch schön kochen jetzt hier. So, und schon ist der Winfried dabei. Und arbeitet. Wow. Ja, super. Wir sitzen in einem Mototaxi und wollen auf die andere Seite der Wohnung. Was man hier in Mexiko so alles erlebt. Er weiß aber, wo er langfahren muss. Ja, vor allem, wo die Dinge sind. Ja. Nach Hause und wir werden bestimmt eine total ruhige Nacht haben, so wie sie schaukelt. Das wird interessant. Ich glaube, da kommt Robin an mit seinem Kite. Mit seinem Foiler-Kite. Jetzt hat er sich gedreht. Scharf. Oh, schön machst du das. Das machst du gut. Leider lässt sich ja unsere Genua nicht mehr so richtig ein- und ausrollen.
Also müssen die Weiden noch mal nach oben und das mal kontrollieren, warum das so ist. Hoffentlich lässt sich das einfach reparieren. Heute wird noch mal frisches Obst und Gemüse eingekauft hier am Stand, damit wir hoffentlich auch frische Sachen haben die nächsten 3 Wochen. Gucken, wie die Annette das hinkriegt. Wir sitzen heute hier im Black Forest und für 4 Wochen unser letztes Abendbrot an Land. Ja? Und da kann sein, ja. Und die Dorothea ist da, die Birte ist da, der Randy ist da, die René ist da, der Peter, die Annette, der Matthias und der Frank. Es gab noch lecker Nachtisch. Es wird sich hier unterhalten auf Englisch, Spanisch und Deutsch. Also ich muss sagen, es ist einfach fantastisch, wie man zwischen diesen Sprachen wechseln kann. Ich kann leider nur ein bisschen Englisch, aber es klappt mit jedem Sambuca besser. Wir werden morgen, wie es aussieht, La Cruz verlassen und Richtung Punta de Mita fahren. Ausklariert haben wir, unser Boot ist soweit fertig und jetzt werden wir in ein paar Tagen sicherlich dann Mexiko verlassen. War ein wunderschönes Land. Lohnt sich auf jeden Fall eine Reise hierher zu machen. Das war's auch mit diesem Video. Hier unten könnt ihr unser Patreon werden und unsere Reise unterstützen. Hier oben könnt ihr abonnieren, falls es euch gefallen hat. Und hier gibt es ein zufällig für euch ausgewähltes Video unseres Kanals. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Drückt uns den Daumen, dass wir gut über den Pazifik kommen.